einen drastischen Umschwung im Makroausblick von Bitcoin aufgrund des neuen Schuldendeals in den USA. Willkommen zurück bei Think It Crypto, mein Name ist Samir. Auf diesem Kanal wirklich alles rund um das Thema Kryptowährungen in 10 oder weniger Minuten. Und heute schauen wir uns die neue US-Schuldenkrisen-Timeline an und wie dieses ganze Thema den mittelfristigen Ausblick von Bitcoin komplett verändert hat. Darüber hinaus interessante Spekulationen rund um Ripple, News zu Russland, Entwicklungen in Texas und vieles mehr. Erster Link in der Beschreibung führt wie immer noch zur EU-regulierten, in Bezug auf die Handelsgebühren, super günstigen, einfach zu bedienenden und vor allem sehr sicheren Kryptobörse Bitvavo. Hier kaufe, verkaufe und halte ich auch einen Großteil meiner Kryptowährungen, solange sie nicht auf der Hardware-Wallet sitzen. Und falls das für euch interessant klingt, checkt das gerne über den allerersten Link in meiner Beschreibung ab, wo man übrigens bei der Anmeldung auch noch einen netten 10 Euro Willkommensbonus bekommt. Mit dem aus dem Weg, viel Spaß beim heutigen Video. So, Bitcoin befindet sich wieder in unserer schmalen weißen Konsolidierungsrange, nachdem der Ausbruch fehlgeschlagen ist und Bitcoin hier an dieser orangenen Widerstandslinie abgelehnt wurde. Die Volatilität bleibt jedoch weiterhin gering, denn auch diese Bewegung der letzten drei Tage, also die letzte Korrektur, entsprechen nur so ca. 5%. Damit steigt historisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder mehr Volatilität sehen, also eine größere Bewegung entweder nach oben oder nach unten. Und im heutigen Video geht es darum, was dazu geführt hat, dass jetzt dieses Szenario eines Abverkaufes, zumindest kurzfristig, wieder wahrscheinlicher geworden ist. Einige Analysten sagen, dass die letzte Abwärtsbewegung lediglich unsere CME-Gap geschlossen hat, die wir so circa zwischen $27.000 und $28.000 hatten. Also wenn die Handelsbörse in Chicago, die CME, für Bitcoin Futures schließt, was grundsätzlich jeden Tag für eine Stunde der Fall ist, und mit einer Preisdifferenz wieder öffnet. Also wenn es zwischen dem Schlusskurs eines CME Bitcoin Futures Kontrakts an einem Handelstag und dem Eröffnungskurs des nächsten Handelstages einen Unterschied gibt. Und wenn genau solche Lücken entstehen, werden diese in der Zukunft öfters als nicht vom Preis auch wieder geschlossen. Man kann sich das wie eine Art Magnet vorstellen. Übrigens, es gibt immer noch eine große ungefüllte Lücke bei ca. $20.000, auf die hinsichtlich der CME Gaps auf jeden Fall am meisten Aufmerksamkeit liegt. Ich würde sagen, der Abverkauf stammt jedoch eher von den jüngsten Makroentwicklungen, die wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Gestern sind wir schon detailliert darauf eingegangen, was der US-Schuldendeal genau ist, wieso er das Problem der USA kurzfristig löst, jedoch langfristig noch viel mehr Probleme macht und so weiter. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch unbedingt an, wirklich große, große Empfehlung. Am besten sogar vor dem Teil dieses Videos, Link dazu unten in der Beschreibung, auch oben in der Infokarte, denn heute gehe ich nur nochmal auf die Timeline und den makroökonomischen Effekt davon ein. Also erstmal die Timeline. Am 30. Mai wurde der Deal finalisiert und in Form eines richtigen, 99 Seiten langen Gesetzestextes vorgelegt. Heute, am 31. haben wir die Abstimmung im Repräsentantenhaus, die erste Kammer, wo jedoch eine einfache Mehrheit ausreicht, um den Fiscal Responsibility Act of 2023 einfach anzunehmen. Und dann fehlt im Prinzip nur noch die Prüfung sowie die Genehmigung des Senats, der zweiten Kammer und die Unterschrift von Joe Biden selbst. Hier steht als Datum TBD, also to be determined, denn es ist noch nicht klar, wann der Senat genau bereit für die Abstimmung ist. Könnte auf jeden Fall noch ein paar Tage dauern, denn es sind immerhin 99 Seiten. Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, forderte die Senatoren jedoch schon auf, sich darauf vorzubereiten, am Freitag oder möglicherweise am Wochenende abzustimmen. Das ist sehr wichtig, denn der 6. Juni, das ist Dienstag nächste Woche, ist der neue sogenannte Yellen X-Day, also wann die Finanzministerin erwartet, dass die USA kein Geld mehr haben. Spätestens aber, und das ist hier der letzte Punkt, am 15. wäre es dann soweit, denn hier hat das Finanzministerium große Zinszahlungen auf ihre bisherigen Schulden. Es sieht also ganz danach aus, wenn auch nur knapp, dass dieser Deal noch rechtzeitig durchgewunken wird, was sich jedoch auch in den neuen Rate Hike Probabilities widerspiegelt. Und genau das ist das, was ich meine mit, der Makroausblick hat sich jetzt verändert. Vor wenigen Tagen war man sich noch einig, dass wir die letzte Zinserhöhung gesehen haben, wir bis Juli, möglicherweise September, eine Zinspause bekommen und dann dieses Jahr mindestens noch 2-3 Zinssenkungen. Das sieht mittlerweile jedoch nicht mehr so aus. Die blauen Kästchen hier sind immer noch die höchste Wahrscheinlichkeit und man sieht es schon, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Juni liegt bei jetzt 67%. Und nicht nur haben wir eine über 2/3 Chance auf noch eine weitere Erhöhung, sondern im FOMC-Meeting danach, also im Juli, plötzlich auch eine ca. 30%ige Wahrscheinlichkeit für noch eine Erhöhung, was uns einfach mal dann auf fast 6% bringen würde. Außerdem wird für den Rest des Jahres
nur noch eine einzige Zinssenkung erwartet, die uns, wenn wir dann doch jetzt noch eine Erhöhung bekommen, Ende 2023 auf das gleiche Level wie aktuell bringt. Im Vergleich zu mindestens 0,5, wenn nicht sogar 1% niedriger als aktuell, was ja eigentlich die Erwartung war. Jetzt möglicherweise ist das eine leichte Übertreibung des Marktes, aber der Fakt ist, dass sich trotzdem das Sentiment stark verändert hat und die Federal Reserve dadurch, dass durch den Schuldendeal die USA zumindest kurzfristig enorm stabilisiert wird, nun mehr Freiraum hat, um die Zinsen weiter anzuheben und einfach stärkere Maßnahmen zu ergreifen, um die Inflation schneller wieder in den Griff zu bekommen. Für Bitcoin, für Aktien, generell für Risikoassets ist das natürlich sehr negativ, denn es nimmt einfach noch mehr Liquidität aus dem Markt. Und diese Rallye, die viele erwartet hatten, worüber ich auch schon gesprochen hatte, zwischen ungefähr jetzt und dann wahrscheinlich dem Anfang der Rezession, was dann auch so ungefähr beim Ende der Zinspause gewesen wäre, fällt damit auch möglicherweise aus. Am Ende hat keiner eine Glaskugel, vor allem bei Bitcoin ist es super schwer vorherzusagen, wie der Kurs auf die ganzen Makroentwicklungen reagieren wird. Wirklich beide Narrative klingen gut, sowohl positiv als auch negativ bzw. ergeben Sinn und deshalb, was für euch gilt, ist einfach weiterhin günstig Bitcoin nachkaufen, das ist zu den aktuellen Preisen auch gut möglich, weiterhin in fundamental starke Projekte investieren, nicht emotional handeln und dann einfach abwarten. Langfristig kommt das Halving, langfristig wächst die Adoption, langfristig hat sich am Ausblick von Bitcoin nichts verändert. Kurzfristig bzw. mittelfristig durch den Schuldendeal jetzt aber schon. So, und dann gehen wir wie immer noch am Ende zusammen die neuesten News-Schlagzeilen durch. Texas Gesetzesentwurf, der die Teilnahme von Minern an kostensparenden Netzprogrammen einschränken würde, wurde im Ausschuss des Repräsentantenhauses gestoppt. Gestoppt stimmt nicht so ganz, aber da Texas einer von 4 Bundesstaaten mit einem alle 2 Jahre stattfindenden Gesetzgebungsplan ist, was bedeutet, dass sich die Gesetzesgeber nur alle 2 Jahre zu regulären Sitzungen treffen und die letzte geschlossen wurde, ohne dieses Miner-Gesetz durchzusetzen, wird es auch bis zur nächsten regulären Sitzung im Januar 2025 wahrscheinlich nicht in Kraft treten. Das ist sehr wichtig, denn Texas ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtige große Crypto-Mining-Hub in den USA, weil dort halt einfach der Strom sowie aber auch das Mieten oder das Kaufen von großen Flächen verdammt billig ist. Des Weiteren, Russland stoppt Pläne für nationale Kryptobörse. Hier erstmal wichtig, für die, die da ein großes Thema draus machen, laut einigen wichtigen Personen in Russland war diese Idee so oder so nie wirklich realisierbar, aber die russische Regierung hat jetzt trotzdem offiziell die Pläne für eine nationale Kryptobörse aufgegeben und plant stattdessen die Regulierung anderer Krypto-Handelsplattformen. Bedeutet also, dass sie über diese neue Regulierung trotzdem die Kontrolle über den Kryptomarkt dort behalten wollen, aber nicht, dass sie jetzt eine richtige nationale eigene Kryptobörse starten. Und dann Ripple versus die SEC. Und ich möchte euch direkt mal diesen Tweet hier vorlesen, der eine Spekulation erklärt, die ich jetzt schon öfters gehört habe. Zitat: Stell dir vor, du wärst Ripple, du hast $1 Milliarde in bar. Die SEC fordert eine Abschöpfung in Höhe von 1,38 Milliarden US-Dollar. Gibst du dann wirklich 250 Millionen US-Dollar für MetaCo aus, wenn du nicht bereits wissen würdest, ob oder was du von den 1,38 Milliarden US-Dollar zahlen musst? Nicht in meiner Welt, das tust du nicht. Dies ist einer der vielen Gründe, warum ich denke, dass die Sache schon vorbei ist, in Klammern im positiven Sinne. Also viele sagen, dass weil Ripple in letzter Zeit so viel Geld für die Akquisition von Unternehmen oder auch von Teilen von Unternehmen ausgibt, allen voran MetaCo mit 250 Millionen US-Dollar, dass deshalb der Rechtsstreit schon vorbei sein muss und Ripple tatsächlich schon weiß, was die Strafe oder ob sie überhaupt eine Strafe bekommen und daher passend agiert. Hierzu möchte ich euch aber mal diese Übersicht zeigen, in der man erkennen kann, dass Ripple auch schon 2021, wo sie ja schon im Rechtsstreit waren, sowie 2022 einen Haufen großer Investitionen tätigte. Im November 2022 allein knapp 75 Millionen US-Dollar, zwischen Februar und März über 100 Millionen und ja, 250 Millionen sind da schon mehr. Aber der Punkt ist, seit Beginn des Rechtsstreites hat Ripple seine Akquisitionsstrategie nicht wirklich zurückgeschraubt, sondern ist sogar eher noch mehr All-In gegangen und hat einfach erwartet, dass sie den Rechtsstreit gewinnen. Das sieht man eben anhand von den Daten. Und ich würde sagen, es macht allgemein nicht wirklich viel Sinn, dass der Rechtsstreit schon entschieden ist, aber die Entscheidung der Öffentlichkeit vorenthalten wird. Und auch ansonsten, wenn Richterin Torres schon wüsste, was sie machen wird, ist es einfach noch nicht vorbei, bis es vorbei ist. Und wie immer alles erstmal nur Spekulationen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Falls euch das Video gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen. Checkt auch gerne mal meinen Think It Crypto Instagram Account ab. Habe ich jetzt noch nicht so viel Werbung für gemacht. Dort poste ich zum Beispiel regelmäßig informative und spannende Slides zu verschiedenen Kryptothemen. Für heute war es das aber. Wir sehen uns im nächsten Video.